Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute testen wir einen Gaming Monitor in der 27 Zoll Ausführung. Der Monitor hat eine Auflösung von Full HD und eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und ist damit bestens für E-Sports geeignet. Kommen wir zum Unboxing. Der Monitor ist echt sehr gut verpackt, das habe ich bei anderen Monitoren auch schon anders gesehen. Im Lieferumfang ist das Netzteil, ein ziemlich kurzes, aber ausreichendes DisplayPort-Kabel, eine Kopfhörerhalterung, die Treiber-CD und die Anleitung und alle Teile des Standfußes enthalten. Weiter unten im Karton ist dann auch natürlich das Display, welches auch echt sehr gut verpackt ist. Wenn ihr euch unsicher seid, wie ihr den Bildschirm zusammenbauen könnt, könnt ihr auch gerne in die Anleitung schauen, die echt sehr übersichtlich gestaltet ist. Ich habe sie jetzt nicht gebraucht, da ich schon mal einen Bildschirm zusammengebaut habe und das ist eigentlich immer das gleiche Verfahren. Der Zusammenbau des Monitors dauert nicht lange und man braucht auch keinen Schraubenzieher. Die Schraube unten am Standfuß kann man, wie im Video gezeigt, ganz einfach mit der Hand reinschrauben. Danach packen wir das Display vorsichtig aus der Verpackung. Den fertigen Standfuß einfach hinten an den Bildschirm anstecken, alles sollte automatisch einrasten. Nun können wir den Bildschirm ganz einfach aufstellen. Mir war wichtig, dass der Bildschirm höhenverstellbar ist und das funktioniert hier auch ganz gut. Zum Zeitpunkt des Videos kostete der Bildschirm 188 Euro und ist damit noch gut unter 200 Euro. Trotzdem ist er ein großer 27 Zoll Monitor und hat AMD FreeSync Premium und er ist sogar Nvidia G-Sync Compatible zertifiziert. Nun zeige ich euch, wie ihr die Nvidia Synchronisation zwischen Bildschirm und PC aktivieren könnt. Geht in die Nvidia Systemsteuerung, dann auf G-Sync einrichten, dort den Monitor auswählen und den Haken setzen. Denkt daran, dass G-Sync erst bei Nvidia-Grafikkarten ab der GTX 1050 funktioniert. Dann geht ihr auf Auflösung ändern und geht von 60 Hz auf das maximal mögliche. Nicht vergessen auf Übernehmen zu drücken, bevor ihr die Systemsteuerung wieder verlasst. Auch in den Anzeigeeinstellungen von Windows 10 könnt ihr nun auf 144 Hz gehen. Dazu einfach wie gezeigt den Monitor auswählen und die Aktualisierungsrate hochstellen. Auch in den Monitoreinstellungen könnt ihr vieles verstellen, ich nutze hierbei den Spielermodus 2. Wenn ich jetzt in Minecraft reingehe und VSync aktiviere, bekomme ich direkt meine 144 Bilder pro Sekunde. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen, lasst gerne ein Like und ein Abo da, um keine weiteren Videos auf meinem Kanal mehr zu verpassen. Bis dann, euer FJCraft1.